ist Microsoft auch sehr skeptisch allen vollautomatisierten Systemen gegenüber. Also wenn du jetzt eben auch am Algorithmus schlussendlich überlässt, ist es jetzt die Maschine, die den Krebs besser erkennen kann, oder ist es der Arzt? Sondern wir sind der Ansicht, dass in jeder Entscheidung der Akt der Beurteilung am Mensch muss überlassen werden. Für eine Beurteilung sind Faktoren wie Kreativität, Emotionalität, emotionale Intelligenz, kontextabhängige Faktoren auch sehr wichtig. Ich glaube auch so diese Sozialkompetenzen. Also ich zum Beispiel, ich verschicke mega gern Briefe per Post, wenn jemand Geburtstag hat. Und es ist eine Riesenfreude jeweils. Und dass sowas eigentlich verloren geht. Und ich glaube, das müssen die Kinder auch behalten, um dann eben wieder auch die Technologie richtig einschätzen zu können. Auch jetzt so, auch zum Beispiel Gefühle einordnen. Ich meine, es gibt mittlerweile genug Software und so weiter, die anhand meiner Stimme erkennt, ob ich glücklich oder traurig bin. Aber ich glaube, eigentlich müssten auch die Kinder weiterhin diese Sozialkompetenz haben, das einfach zu verstehen, ohne da jetzt einen Roboter davor zu hängen. Wie viele von Ihnen, die sowas entwickeln, haben schon mal einen Ethikkurs gemacht oder überhaupt ein Buch über Ethik gelesen? Ja. So ist es halt. Ja. Also wir brauchen für die künstliche Intelligenz keine Angst haben, aber wir müssen halt Angst haben vor den Leuten, die sie benutzen, ja, und die sie entwickeln. Dass wir sagen, schauen wir mal, es gibt einfach gewisse Sachen, wo wir haben ja mal so einen Zwischenfall gehabt, wir haben ja mal einen Bot programmiert, der in der kürzesten Zeit sehr rassistische und furchtbare Sachen gesagt hat, weil man einfach gemerkt hat, wie man den manipulieren kann. Und aus dem haben wir sehr, sehr viel gelernt. Beispielsweise das Entwicklungsteam eine gewisse Diversität mit sich bringen. Also es ist wirklich wichtig, unterschiedliche Hintergründe, unterschiedliche Geschlechterzusammensetzung, damit eben die Modelle und die Datensätze nachher auch nicht ein einseitiges ein Bild abkopieren und so weiter und so fort. Also ich glaube, es gibt heute viele Möglichkeiten, im Herstellungsprozess von einer Firma wie bei der Renault dafür zu sorgen, dass solche Prinzipien abgebildet werden, oder? Und dass die Verantwortlichkeit ein Teil vom Produkt ist. Was die meisten Menschen denken, was ethisch richtig ist, macht es noch nicht richtig. Ja? Das ist der Unterschied. Ja? Wenn im Mittelalter alle denken, die Erde ist eine Pizza, heißt es noch lange nicht, dass sie eine Pizzaform hat. Sie war schon damals eine Google. Wenn wir jetzt diese ganzen Pizza-Antworten in die künstliche Intelligenz reinfüttern, fein, dann kommt halt raus, irgendwie so alle möglichen Sphären haben Pizzaform und Planeten sind irgendwie so pizzaartig. Das wollen wir wahrscheinlich bei der Moral vermeiden. Das muss im ersten Satz klar gemacht werden, dass der Chatbot sich als Roboter, als Bot, was auch immer vorstellt. Und gerade gestern habe ich wieder ein Chatbot gesehen, da ist das Bild von der Kundenservice-Mitarbeiterin, die ich sogar persönlich kenne, drin, so als Antwortende. Und da habe ich dann auch gesagt, ja, das könnt ihr doch gar nicht machen, weil allein schon aus Unternehmenssicht, das, was der Bot dann antwortet, egal ob das ein vorstrukturiertes Gespräch ist oder nicht, das kommt einfach von einem Computer. Und das muss man in jeder Hinsicht auch dem Nutzer klar machen. Zum einen zum Schutz des Unternehmens, weil wenn der Roboter jetzt irgendwas Falsches sagt, also gerade wenn es moralische Themen sind, dann fühlt der Kunde sich immerhin nur von der Maschine angegriffen, aber nicht von dem Mitarbeiter direkt. Und dann eben auch, im Endeffekt ist es das Gleiche, wenn ich in den Laden gehe und der Verkäufer sagt, ja, ich bin der Super-Experte für Microsoft-Produkte und dann stellt sich raus, der arbeitet bei Apple. Also dann fühle ich mich ja auch hintergangen. Und das ist eigentlich genau das Gleiche beim Chatbot. Also das muss man meiner Meinung nach auf jeden Fall klar machen. Und man kann sich das aber auch viel zunutze machen, weil viele Bots oder fast jeder gerät ja dann irgendwann an dem Moment, wo er was nicht weiß. Und dann antwortet ja der Bot im Idealfall auch so nach dem Motto, du, ich bin ja nur eine Maschine, noch ein bisschen dumm, kannst du es nochmal anders sagen oder so weiter. Also das kann man sich ja immer wieder dann auch eigentlich sogar zunutze machen, sollte man aber auch definitiv ausdrücken.